Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Preview aller GFL-Spiele des fünften Spieltages der German Football League. An diesem Spieltag gibt es meiner Meinung nach zwei wirklich spannende Spiele, einige eindeutige Spiele. Und welche diese Spiele sind, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Im ersten Spiel spreche ich heute über die Hildesheim Invaders, die momentan eine Niederlage haben und keinen Sieg, und die Braunschweig Lions, die momentan in der Liga zwei Siege haben und keine Niederlage. Das Spiel der Hildesheim Invaders und der Braunschweig Lions findet in Hildesheim statt. Dementsprechend ist es die kürzeste Auswärtsfahrt, die Braunschweig diese Saison haben wird. Und es würde mich sehr überraschen, wenn Braunschweig nicht komplett über Hildesheim rüberfahren würde. Also ich bin wirklich komplett überrascht, wenn Hildesheim es irgendwie schafft, im Spiel zu bleiben. Das Spiel ist meiner Meinung nach das mit Abstand eindeutigste des Wochenendes. Ich bin komplett davon überzeugt, dass Braunschweig dieses Spiel sehr eindeutig gewinnen wird. Es tut mir sehr leid für Hildesheim, aber ich glaube nicht, dass Hildesheim irgendeine Chance hat, gegen Braunschweig zu gewinnen. Im zweiten Spiel des Wochenendes empfangen die Hamburg Huskies die Dresden Monarchs. Die Hamburg Huskies stehen momentan mit zwei Niederlagen und keinem Sieg in der Liga. Die Dresden Monarchs hingegen haben zwei Siege und keine Niederlage. Ich bin der Meinung, dass dieses Spiel auch sehr eindeutig sein wird, da die Dresden Monarchs dieses Jahr einfach sehr gut aufgestellt sind. Die Defense ist bärenstark und die Offense hat ein riesengroßes Big Play Potenzial. Ich denke nicht, dass Hamburg dem entgegenstehen kann, und deshalb denke ich, dass Dresden mit mindestens 30 Punkten gewinnen wird. Der Aufsteiger, die Kirchdorf Wildcats, empfangen den deutschen Meister, die Schwäbisch Hall Unicorns. Die Kirchdorf Wildcats stehen momentan mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden im Mittelfeld der Tabelle der GFL Süd. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben drei Siege und sind unangefochten auf dem ersten Platz. Ich glaube nicht, dass die Kirchdorf Wildcats viele Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Als Aufsteiger ist es aber auch nicht unbedingt verwerflich, gegen den deutschen Meister nicht zu gewinnen. Aber ich bin gespannt, wie das Spiel sein wird. Heimstark sind die Kirchdorf Wildcats auf jeden Fall, aber die Schwäbisch Hall Unicorns sind zu Hause und auswärts sehr stark. Ich gehe davon aus, dass die Schwäbisch Hall Unicorns mit mindestens 35 Punkten Differenz gewinnen. Widmen wir uns wieder dem Norden, dem hohen Norden. Die Kiel Baltic Hurricanes empfangen die Cologne Crocodiles. Die Kiel Baltic Hurricanes haben momentan einen Sieg und drei Niederlagen gegen die Berlin Rebels, gegen die New Yorker Lions und gegen die Cologne Crocodiles. Die Cologne Crocodiles haben momentan zwei Siege, einen gegen die Potsdam Royals und einen gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Dank des GFL-Schedules haben wir jetzt schon nach drei Wochen das Rückspiel dieser beiden Teams. Das erste Spiel gewannen die Cologne Crocodiles mit 32:14 in Köln. Ich bin der Meinung, dass die Cologne Crocodiles auch dieses Spiel gewinnen werden. Wahrscheinlich sogar noch eindeutiger als das erste Spiel, da die Crocodiles einen Riesensprung nach vorne gemacht haben und letzte Woche 42 Punkte gegen uns, die Potsdam Royals, erzielen konnten. Ich tippe auf einen Sieg der Crocodiles mit 20 Punkten Unterschied. Vom Norden springen wir direkt nach Bayern in den Süden. Die Ingolstadt Dukes erwarten die Frankfurt Universe. Die Ingolstadt Dukes haben in dieser Saison einen Sieg, eine Niederlage und einen Unentschieden. Die Frankfurt Universe hingegen haben drei Siege auf dem Konto. Nachdem die Ingolstadt Dukes letzte Woche 42:55 gegen die Allgäu Comets verloren haben, denke ich nicht, dass sie viele Chancen gegen die starke Universe, die in der letzten Woche 63:7 gegen eigentlich starke Marburger gewonnen hat. Ich wäre sehr überrascht, wenn die Ingolstädter Offense viele Punkte gegen die starke Defense der Frankfurter machen kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Frankfurter Offensive einige Punkte aufs Konto bringen wird, und dementsprechend denke ich, dass die Frankfurt Universe mit mindestens 25 Punkten Differenz gewinnen wird. Im nächsten Spiel treffen die Marburg Mercenaries und die Munich Cowboys aufeinander. Die Marburg Mercenaries haben momentan einen Sieg und eine Niederlage. Die Munich Cowboys haben noch keinen Sieg und zwei Niederlagen, jeweils gegen Frankfurt und Schwäbisch Hall. Für Marburg ist dieses Heimspiel sicherlich ein sehr wichtiges Spiel, da sie die Ambition haben, die Playoffs zu erreichen und nach der starken Niederlage gegen Frankfurt ein gutes Spiel aufzuweisen und zu zeigen, dass sie dennoch Football spielen können und dass sie zu Recht diese Ambition auf die Playoffs haben.
München ist meiner Meinung nach stärker als letztes Jahr, aber leider nicht so stark wie Marburg. Die Marburg Mercenaries haben Ambitionen auf die Playoffs. Um die Playoffs zu erreichen, ist dieses Spiel ein Must-Win. Sie müssen gegen München gewinnen, um auf dem Kurs der Playoffs zu bleiben. Die Munich Cowboys haben zwar schon 2 Niederlagen in dieser Saison, sind meiner Meinung nach aber dennoch stärker als in der letzten Saison. Ich glaube leider dennoch nicht, dass es reichen wird, um gegen Marburg zu gewinnen. Ich denke, Marburg wird mit 14 Punkten dieses Spiel für sich entscheiden. Dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieses Spieltags. Ich werde bei dem Spiel wieder kein Ergebnis tippen, da ich selber Teil der Potsdam Royals bin und ich das nicht für angebracht halte. Im letzten Spiel fahren die Potsdam Royals nach Berlin zu den Rebels. Die Berlin Rebels stehen momentan mit 2 Siegen und keiner Niederlage in der Liga und die Potsdam Royals haben 1 Sieg und 3 Niederlagen. Die Berlin Rebels gehen nach einem sehr starken Saisonstart in dieses Spiel. Sie gewannen 2 Spiele gegen die Hamburg Huskies und gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Die Potsdam Royals hingegen gewannen lediglich 1 gegen die Hildesheim Invaders und verloren gleich 2-mal gegen Dresden und verloren 1 Spiel gegen die Cologne Crocodiles. Das Spiel ist außerdem sehr wichtig, da die Royals trotz 3 Niederlagen starke Ambitionen auf die Playoffs haben und ein Sieg gegen die Rebels unheimlich weiterhelfen würde. Ein Sieg wäre für die Potsdam Royals sehr wichtig, denn eine Niederlage würde bedeuten, dass man in der Rückrunde den direkten Vergleich gegen Köln und Berlin gewinnen müsste und beide Spiele gegen Kiel gewinnen sollte. Für die Potsdam Royals ist es ein sehr wichtiges Spiel, das gewinnen werden muss, damit die Niederlagenserie durchbrochen wird und man mit einem guten Gefühl in das EFL-Halbfinale gegen die Kalander Broncos gehen kann. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick über die kommenden EFL-Spiele gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, liked das Video und teilt das Video mit euren Freunden. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche zur nächsten Preview. Bis dahin, schönes Wochenende.